Leute, ihr seid auf meinem Kanal Heimflucht und heute flüchten wir mal in die Lüneburger Heide zu einem kleinen Overnighter mit ein bisschen Gear testen. Viel Spaß und bleibt dabei. So, ich melde mich nochmal. Ich habe jetzt noch so 8 Kilometer Landstraße zu fahren. Dann geht es wohl noch 2 Kilometer relativ querfeldein, aber auf einer offiziellen Zuwegung zu einem Wanderparkplatz. Von daher bin ich gespannt, lasse ich mich überraschen. Ich hoffe natürlich, dass dieser Wanderparkplatz nicht noch belebt ist, sage ich mal vorsichtig. Weil ich natürlich den Rucksack, den ich neu habe, ausgereizt habe, will ich es mal nennen. Habe gut was eingepackt, auch eher keine Rücksicht auf Gewicht genommen. Auch komplett unstrukturiert gepackt, weil ich es irgendwie an 3 Tagen gepackt habe. Zum Schluss dann festgestellt habe, ach Mensch, eigentlich hätte ich doch lieber gerne den Defense 4 dabei gehabt. Und ich meine, ich nenne ihn jetzt mal Camping-Schlafsack. Das war halt vorher mein Winterschlafsack oder 3 Jahreszeiten. Keine Ahnung, so einen günstigen halt, sage ich mal, ne, vom Discounter, der mir gute Dienste geleistet hat. Aber da hatte ich halt gepackt, wo es noch wärmer war. Und da ich jetzt nun nachts auch mit einer höheren Luftfeuchtigkeit rechne und morgen früh tatsächlich auf Nebel hoffe, könnte knapp werden. Wird auf jeden Fall interessant. Nur der ist natürlich ganz unten und da hatte ich jetzt keine Lust, alles nochmal rauszuplünen und wieder neu einzupacken. Drum schauen wir, ob es mit Underkilt und eventuell sogar Faltisomatte reicht. Das ist einer der Tests heute, ob ich die Faltisomatte tatsächlich in die Hängematte reingeben kann. Der hat ein Fach dafür. Eine normale Selbstaufblase-Isomatte funktioniert, die ist halt aber auch steif im aufgeblasenen oder selbst aufgeblasenen Zustand, wie auch immer. Ich gebe da doch dann immer noch 2-3 Atemzüge Luft rein, um halt gewissen Druck auch in der Matte zu haben. Das fällt bei der Falt-ISO natürlich aus. Dementsprechend gucken, ob sie reingeht, ob sie sich da drin vernünftig, sag ich mal, reinschieben lässt und was die Kälte so sagt. Ja, bei dem Parkplatz, wenn der überfüllt oder mit, ich sag mal, zwielichten Gestalten, vorsichtig gesagt, belebt sein soll, habe ich noch einen Alternativparkplatz, wo ich hin kann. Wobei ich da dann erstmal groß um Pudding fahren muss. Und auch wieder einen weiteren Anmarsch habe. Weil Ziel ist tatsächlich ein Plateau. Oder ja, eine ebene Fläche. Plateau ist es halt nicht, kein Hochplateau oder so. Wo ich am Waldrand hoffe, einen Lagerplatz zu finden. Dass ich dann sowohl freien Sternenhimmel habe, als auch morgen früh halt Nebel habe. Den ich vermutlich eher weniger im Wald, sondern mehr über der Heidefläche vermute. Ja, das ist Spekulation mit dem Nebel. Gut, freien Himmel sollten wir kriegen oder haben wir schon. Der sollte auch so bleiben morgen. Zumindest über Nacht. Ja, relativ wenig Lichtverschmutzung in der Umgebung habe ich auch. Sodass ich also wirklich hoffentlich einen guten Blick auf die Sterne kriegen kann. Die Perseiden sind leider jetzt durch. Derzeit hatte ich es nicht geschafft, da wollte ich eigentlich in den Harz fahren. Auch einen recht dunklen Spot. Aber gut, vielleicht bringt uns die Nachthimmel ja trotzdem was Schönes. Jetzt muss ich leider wieder auf die Navigation umsteigen, die jetzt auch vom Handy läuft. So, jetzt heißt es mal nach Zahlen oder navigieren nach Schildern. So. Ja. Ich glaube aber, dass ich hier rechts abbiegen muss. Ja, auf jeden Fall sehr schön. Ich zeige es euch mal kurz. Wir sind hier quasi mitten im Wald. Aber wie gesagt, offizielle Zuwegung zu einem Wanderparkplatz. Auf dem Hinweg gerade schon, mal kurz vorm Abbiegen tatsächlich schon die erste Heide gesehen, die auch noch in der Blüte steht. Das war meine größte Sorge, dass ich quasi, meine spontane Idee war, wir fahren in die Heide und die Heideblüte dann zu Ende ist. So, wollen wir nach dem Rennfahrer gucken, den wollen wir natürlich nicht erwischen. Ja. Kann ich da nach vorne zeigen, da kam gerade noch Gegenverkehr. Sieht ganz gut aus soweit, also ja, man sieht es hier jetzt rechts am Wegesrand auch schon. Heideblüt. Auch schöner Wald. Gefällt mir halt auch sehr gut. Ich hoffe, ihr habt einen Blick. Ich habe jetzt nicht nur den Fahrzeughimmel gezeigt. Ja. Ich bin zu
zuversichtlich, optimistisch. Das könnte ein schöner Trip werden. Wie es so schön heißt. Ein kleines Mikroabenteuer. Odin sieht das eher entspannt. Er verschläft. Er hat wahrscheinlich auch schon wieder die größten Befürchtungen, dass jetzt wieder in Harz geht und wieder Kilometerstrom angesagt ist. Das haben wir aber heute nicht auf dem Plan und morgen. Ich sag mal, wenn jetzt in den 2 Tagen 10 Kilometer zusammenkommen, dann ist das viel. Einfach nur ein bisschen ausspannen, Gearcheck. Ein bisschen rumexperimentieren vielleicht. Und genießen. Mal runterkommen, entschleunigen. Jo, kurzes, nicht so erfreuliches Update. Ich muss das Handy jetzt auch tief halten, ich werde die Kamera nicht rausholen können. Der Wanderparkplatz ist mehr als überfüllt. Sie parken quasi schon auf der Zufahrt zum Wanderparkplatz am Rand. Irgendein Opi spielt hier mit seinem vermutlich Enkel Fußball. Ein kleines Kind auf dem Wanderparkplatz zwischen den Autos. Geht mir nicht in den Kopf, warum man das hier macht und nicht einfach 10 Meter weiter auf dem Feldweg macht oder auf dem Waldweg macht. Ne? Naja. Auf jeden Fall stehen hier Wohnwagen, Camper, jede Menge Autos noch, sitzen hier Leute auf Campingstühlen in der Heide und es wird wohl darauf hinauslaufen, dass ich mir jetzt erstmal gleich Odin schnappe. Pseudo-Gassi gehe, sage ich mal. Ich meine, für ihn ist es wirklich Gassi, für mich ist es eher so schon mal die Gegend erkunden, checken, weil es wird ja nicht eher. Wir haben es jetzt 7:30, es wird um 7:55, beziehungsweise um 7:55 ist Sonnenuntergang. Ich wollte eigentlich gerne so eine Stunde für den Lagerbau und alles haben. Das heißt, ich gehe jetzt mit dem Hund die Lage erkunden. Oder spontan mit Rucksack, das weiß ich noch nicht, weil hier ist das sowas von voll. Das ist, ja, kotzt mich gerade an. Gerade der Opa, der jetzt hier wirklich voller Elan Fußball spielt, dass hier Wohnwagen stehen. Also irgendwas ist hier verkehrt. Aber es war zu erwarten. Na, da hätte ich in der Woche bei Schlechtwetter herkommen müssen und nicht am Wochenende. Von daher wundert euch nicht, wenn ich jetzt erstmal gleich nicht filme und wieder mitten irgendwo unterwegs mich melde, weil, ja, eher geht halt nicht. So, ich bleib nochmal stehen, dann sieht man es vielleicht geiler. Das ist wohl das Tiefental. Ja, eine Senke würden wir sagen. Ja, diese kleine Baumgruppe da hinten, da scheint leider kein Weg hinzuführen, jedenfalls nicht von diesem Weg aus. Und ich will halt auch nicht so viel Querfeld eingehen, also bevorzugt nicht. Da kann ich dann lieber gucken, ob es noch was anderes Schönes gibt. Zumal die Bäume auch eh recht dünn sind. Der eine, der ist zwar ja ordentlich, aber die anderen ja, würden halt ziemlich viel Bewegung aus der Hängematte aufnehmen. Und was ich auch sagen muss, ist natürlich auf dem Präsentierteller. Irgendwo abgelegen wäre es egal, aber hier, ja, ich hätte auch keinen Bock drauf, ne. Ist ganz ehrlich, wie sage ich, wie es ist. Ja. Welche Leute sich dann ankommen oder fragen oder. Ich meine, das soll jetzt nicht falsch rüberkommen. Also ich bin jetzt niemand, der jetzt sagt, oh Gott, nee, bloß Menschen alle weg. Ne, der Wald ist mein, auf gar keinen Fall. Aber ich möchte halt auch, wenn ich draußen bin und nicht gerade mit anderen unterwegs bin, die ich mir dann natürlich aussuche, möchte ich dann halt schon meine Ruhe haben. Das ist natürlich auch so, wenn man, ich sag mal, mit Gleichgesinnten rausgeht, ja, dann wird nicht gefragt, ja, was machst du da, warum machst du das jetzt, warum hast du jetzt eine Hängematte mit, warum spannst du jetzt einen Tarp ab? Gut, das bräuchte ich heute nicht. Vielleicht werde ich das auch nur testweise aufspannen und dann später wieder abbauen oder zur Seite schlagen. Jetzt kommen schon wieder Leute. Ja, ich glaube, ich kann das Ganze umbenennen in große Gassi-Runde in der Heide. Weil sind auch so viele Leute unterwegs. Und den Lagerbau im Dunkeln mit Sachen austesten, fühle ich irgendwie nicht so. Ja, da will ich jetzt auch, ja, schön. Auf jeden Fall. Unten im tiefen Tal war wieder so viel los, dass ich da keine Chance hatte, irgendwie die Kamera anzuschmeißen. Gehe ich hier eben weiter und ihn versucht sich auch an jeder Stelle zu wälzen bzw. den Bart zu reiben. Ja, ist halt Hund. Hier haben wir wieder Heide, sehr schön. Aber
eigentlich nicht das, was ich wollte. Musste gerade auch nochmal Google befragen, weil ich natürlich keine Karte und nichts von hier habe. Wie ich jetzt hier lang komme, weil es erst so aussah, als wenn hier viel, viel mehr Wege durchgehen. Also selbst durch die Heidefläche. Das ist jetzt so ein Rundweg außenrum, der mich aber dann auch wieder zum Parkplatz bringt. Ja, und da muss ich mal gucken, wie spät es ist, wie viel da noch los ist. Und dann, ja, schauen wir mal weiter. So, ich will es jetzt nicht beschreien und beschwören, weil mir sind doch jetzt eine relativ lange Zeit über keine Leute mehr entgegengekommen. Sehr schön. Vielleicht ist das jetzt so, ja, eine Schwellenuhrzeit, wo die Wanderer, ja, sich vor den Fernseher verziehen. Böse gesprochen. Na, da hinten sieht man auch meine Baumgruppe, wo ich ja ursprünglich gedacht habe, dass die gut wäre. Ja, die Birken, die da wachsen, sehen auch aus wie auf einem Weg, wie auf einer Linie. Aber hier sind keine Wege durch. Da hinten vom Parkplatz hört man noch Gegröhle, Geräusche, wie auch immer. Ja, der Waldrand hier ist sehr spärlich, mit sehr kleinen Bäumen bewachsen und ich müsste halt auch wieder komplett durch die Heide, um dahin zu kommen. Na, hier wäre auch schön, dann würde ich halt den Sonnenaufgang sehen. Aber wie man sieht, das wird da hinten auch nicht besser. Hier ist nichts für eine Hängematte. Und direkt am Wegesrand, naja, so ein bisschen vom Hauptweg weg wäre schon geil, sage ich mal, ne? Ich kann jetzt noch in die andere Richtung ein bisschen gehen, aber noch etwas dichter bewachsen. Quasi dem Verlauf des Weges am Parkplatz vorbei folgen. Ja, ich bin jetzt gerade nicht mehr so euphorisch und begeistert wie vorhin. Ja, was soll ich sagen? Wenn ich am Auto vorbeigehe, muss ich mich dann entscheiden, nehme ich einen Rucksack mit oder nehme ich das Auto mit. Das Auto natürlich respektive dann nicht in den Weg, also nicht den Weg weiter. Ja. Hier wären noch zwei Bäumchen, aber die sind halt viel zu dicht zueinander. Wohingegen der natürlich zu weit weg ist. Sag mal, für meine Hängematte wird empfohlen 5 Meter, weil sie selber 3,5 Meter, glaube ich, lang ist. So reine Tuchlänge. Hier haben wir nicht mal 3 Meter zwischen den Bäumen. Sehr schade. Ja, aber doch optisch ein Genuss. Sehr schön. Aber die Birken da hinten reizen mich nach wie vor, nur ich komme nicht hin. Odin macht schon wieder das, was er nicht soll. Odin, lass es bitte. Danke. Ja. Schade. Also, wie gesagt, ich kann auf der anderen Seite vom Weg nochmal schauen, ob da noch Freifläche ist. Aber ja, Ziel wäre eigentlich oder Wunsch da hinten, wo die einzelne Baumgruppe oder wo jetzt die Birken sind von der Ausrichtung her, dass man quasi den Sonnenuntergang hat. Und halt auch Blick hier auf die Fläche hat. Ich habe, wie gesagt, keine Ahnung, wo der Mond aufgeht. Ob, ich glaube fast nicht. Ja, die Sonne geht, man sieht ja in der Ausrichtung da hinten irgendwo unter. Das heißt, sie wird da wahrscheinlich aufgehen. Ich weiß es noch nicht. Ich muss mir noch die Karten legen. Ja, was tun, sprach Zeus. Der Parkplatz ist immer noch gut voll. Ich weiß nicht, wie viele Leute davon jetzt noch hier bleiben oder gleich wegfahren werden. Jetzt da. Ja, was soll ich sagen? Da hinten wäre der Sonnenuntergang echt der Hammer, ne? Ein Lager am Waldrand. Ich habe jetzt nochmal geguckt. Wenn man da hinten hinter der Baumreihe sieht, da ist auch noch ein Stück Heidefläche. Ich denke, ich werde den Rucksack nehmen. Dann den Weg geradeaus weitergehen und gucken, ob ich da hinten was finde. Und wenn nicht, ja, war es halt eine Trainingsrunde. Schade eigentlich. Ja, hier vorne, die Bäume sind perfekt vom Abstand. Die beiden Birken würde ich sofort nehmen. Also nicht die hier rechts, sondern die, auf die ich jetzt zulaufe. Aber halt direkt am Weg, so durch den Parkplatz. Sorry, ich habe keinen Bock drauf. Ich kann auf den Campingplatz gehen. In diesem Sinne, die Jagd nach einem geeigneten Spot geht weiter. Ja, das ist kein Ziel. Ist jetzt auch mega unprofessionell. Wie gesagt, Selfie-Stick fürs Handy habe ich vergessen. GoPro habe ich hinten drin. Großer Sack ist auf dem Rücken. Ja, Stativ für die GoPro. In der Hand. Die Coke auch. Verpackt hier. Ich weiß nicht, ob man das so sehen kann. Spucktüten befinden sich rechts.
Ja, voll bepackt. Gerade noch mit einem netten Herrn geredet, der da mit seinem Sohn immer noch Fußball spielt zwischen den Autos. Ja, ich habe mich jetzt mal zurückgehalten. Ja, es wirkt vielleicht so, als wenn ich unsozial bin, aber manche Sachen. Ich habe einen Weg, guckt euch an. Kann man hier nicht bolzen. Da hinten, oder? So. Nein, eher so. Kann man doch Fußball spielen. Muss man doch nicht zwischen Fahrzeugen spielen, ohne Scheiß. Auch wenn es ein Kiddie ist, wir reden hier nicht von einem, ja nicht von so einem Schaumstoffball, sondern von einem richtigen Lederball. Das ist, da fühle ich halt nicht. Es gibt Sachen, die sind vielleicht notwendig, es gibt Sachen, die kann man machen und es gibt Sachen, die muss man nicht machen. Ja. In einer Dreiviertelstunde knapp geht die Sonne unter. Schon ordentlich kühl geworden. Ja, ich brauche nicht sagen, dass sowas wie ein Lagerfeuer oder sowas natürlich nicht stattfindet. Ich habe meinen Esbit-Kocher mit dem ich initial geplant habe, Armbrot zu machen. Ja, ihr hört schon wieder. Schon da keinen Bock mehr drauf. Noch ein bisschen was, so was ich essen kann. Auf den Energiehaushalt muss ich heute Gott sei Dank nicht achten. So dass ich halt ja schlampig sein kann oder könnte und sagen, es kann okay, kochen wir halt nicht. Ich guck gleich mal, wenn man nicht Setup aufgebaut hat, ist eh Booster. Dann gibt es morgen früh Frühstück. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, da hinten laufen auch noch wieder Leute rum. Oh, Kameraführer setzen 6. Ja. Schön ist es hier auf jeden Fall. Aber gut, ein Hängematten-Setup. Ich sag mal, fürs Ground-Setup hätte ich schon ein paar Plätze gefunden. Aber ja, das nicht mit dem Schlafsack, nicht nur mit der Isomatte. Odin, lass es doch mal. Ja, er meint schon wieder, sich hier überall schubbern zu müssen auf dem Boden. Ja, super nervig. Ja, das ist mal kurzer Zwischenstand, was ich alles mit habe und ja, Setup aufbauen. Mal gucken, dass ich das gleich mache. Ich muss mich da aber auch sputen, weil ich leider dummerweise die GoPro nicht vorbereitet habe, weil ich den einen Akku im Ladegerät zu Hause liegen lassen habe. Gedacht habe, den baue ich gleich wieder ein. Ich habe 2 Reserveakkus dabei. Ja, ratet mal richtig zu Hause. Am Ladegerät. Schön. Dementsprechend muss ich gleich erstmal die GoPro scharf machen. Aufs Stativ bauen. Das ist ein Handgriff. Und hoffen, dass ich da noch so viel Licht habe, dass das geht. Das sind schnell alles Aufbau. Ja, Vorteil an der ganzen Sache ist, einen kurzen Weg habe zum Auto, falls was sein sollte, wo ich nicht von ausgehe. Ja, dann gehe ich erstmal weiter. Merke auch deutlich unter dem Gewicht, ich schätze mal all over, 28 vielleicht maximal, ist die Marschgeschwindigkeit schon wieder eine ganz andere als gerade eben mit, also ohne Gepäck, nur mit Odin. Ja. Schauen wir mal, dass wir was zum Finden. Was zum Finden, oh Gott. Ja, wird Zeit, dass ich zur Ruhe komme. Da kommen auch wieder Leute oder ein Leut. Ja, das ist halt immer noch so. Ich weiß halt auch nicht, wie Leute hier reagieren, ob da eine Petzliese bei ist. Naja. Sieht auf jeden Fall aus wie der letzte Honk, alles auf dem Arm. Kacke. Aber ihr seht, rechts ist die Faltise direkt am Rucksack. Da muss ich mir unbedingt noch eine Seitentasche bestellen. Dann habe ich auch Platz für Getränke und den ganzen Kleinkram. Ja, und halt mich entweder mental darauf ja oder damit abfinden, dass ich ja und mental damit abfinden, dass ich wie soll ich sagen, ich muss mich halt mental damit abfinden, dass Leute mich sehen, wenn ich den großen Rucksack auf Schulter und losgehe. Gut, hier wollte ich es jetzt nicht, weil ich relativ dicht auf der Bayerheide bleiben will und ich das dann blöd finde, wenn dann noch Besuch kommt, irgendwer guckt oder so. Das ist halt auch immer so ein Gefühl von Sicherheit. Da kamen gerade auch Leute, deswegen bin ich etwas zurückgeblieben, dass ich denen halt nicht in die Arme laufe. Sind auch in die andere Richtung abgebogen, das war ganz gut. Ja, und morgen früh heißt es dann Rucksack packen. Vielleicht gehe ich samt Rucksack, also einfach des Trainings wegen, die gleiche Runde wie vorhin mit Odin. Wobei das dann ja leichter sein sollte, in der Mangelung an Gewicht. Ja, das ist die Frage da rechts hin, wo ich vorhin schon lang bin. Oder hier links hoch. Ich wechsle mal die Kameraperspektive, falls das so geht. Nein, es geht. So.
So jetzt immer aus anderer Perspektive. Da bin ich ja vorhin rechts lang. Natürlich geil mit Blick über die Heide. Oder versuchsweise hier links mit kleinerem Blick über die Heide. Wobei ich da am Waldrand auch relativ viele Fäkalien gesehen habe. Oder naja, die Indizien in Form von Papiertüchern. So dass ich sage, das wäre natürlich auch blöd. Ich denke, ich versuche hier links den Weg erstmal. Da war ich noch nicht. Ich sehe auch gern was Neues. Ja. Schön. Ja. Viel Heide ist hier jetzt nicht im Verhältnis zu der anderen Seite. Halt eher. Ja, wie soll ich sagen? Mit Büschen durchwachsen. Die Leute sind da rechts immer noch am Rand. Die haben sich auch in die Büsche verschlagen zum, ihr wisst schon, sich erleichtern. Aber hier sieht das eigentlich ganz nice aus. So auf dem Präsentierteller. Ich spreche jetzt auch extra leise, dass die halt nicht noch mithören. Huch, dann musste der Hund was loswerden. Und ihn voran. Direkt vor Füße. Ja, platzmäßig ist hier natürlich toll von den Bäumen. Wenn ich nicht so die Weitsicht habe. Und dass hier halt auch ein Weg ist, wie man sieht. Das heißt, ich könnte jetzt weiter vom Weg ab. Aber ich wollte ja eigentlich auch Weitsicht auf den Himmel und auf die Heide. Es gestaltet sich alles schwieriger. Fahrt zum Rucksack. Natürlich noch nicht optimal eingestellt. Der Hüftgurt ist zu locker. Aber ja. Mir drückt hauptsächlich die 0,8 Liter Flasche, Feldflasche in der Tasche auf dem Hals. Deswegen atme ich auch so scheißen schwer. Ja, und der Brustgurt, der Sternengurt vom Rucksack ist halt auch noch nicht optimal eingestellt. Aber was soll's. Das kommt alles noch. Interessant ist schon mal, dass ich beim anderen Rucksack jetzt schon zehnmal nachgezuppelt hätte. Und hier das Ganze einfach hält, ne? Das war ja so der Hauptgrund, dass ich mich über den anderen Rucksack maßlos aufgeregt habe und mir dann halt, ja, übel einen neuen gekauft habe. Na toll, da hinten ist ein Bienenstock. Oh, ich hasse mein Leben. Aber ich wundere mich gerade, wo der andere Weg lang ging. Hätte ich doch mal einen Biwaksack dabei. Ja. Schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Ja, hier geht auch noch ein Weg rein. Gucken, ob ich da hinten an der Spitze von diesem Heidefeld da was finde. Gut, die Bäume würden hier passen, aber goodbye. Naja. Eigentlich. Wobei es halt an einem Weg ist, ja. Und direkt hinter dem Bienenstock. Nein, okay. Das müssen wir dann doch nicht haben. Ich meine, Bienen sind keine Wespen. Ich denke mal, in der Nähe vom Bienenstock wird es auch keine Wespen geben oder Hornissen. Ich hatte das halt schon mal nachts oder abends. Ich war auch im Dunkeln aufgebaut. Gott sei Dank gerade erst dabei gewesen, die Hängematte aufzubauen. Und dann ja, ist eine Hornisse unten auf dem Groundsheet gelandet. Sodass ich den direkt verworfen habe, da zu übernachten. Weil mit Hornissen möchte ich mich dann bitte nicht anlegen. Ja. Wird es wieder freier. Hier noch ein kleines Jagdhindernis für Jagdreiterei. Früher auch ganz gern gemacht. Das ist hier eine Freifläche. Ist eigentlich ist das hier schön. Weiß zwar nicht. Ja. Gut, hier wäre echt schön. Hier noch mal ein paar Meter weiter. Hier, wie gesagt, eher ein bisschen mehr freien Blick haben möchte. Ja, duster wird's. Hier hängt zwar der eine Ast blöd runter, aber das wäre schon schön. Ich habe auch keine Ahnung. Ja, doch. Oder? Was sagt ihr? Aussicht. Quengelnder Hund am Start. Hier irgendwie so die Bäume.
welche, wo ich Stab festmachen kann. Ich hochgucke, sieht es auch nicht so schlecht aus. Das ist halt, ja, wie soll ich sagen, die Frage. Nimmt man das Erstbeste, das Zweitbeste oder sucht man weiter? Hier passt der Abstand nicht. Ja, zwischen den beiden. Und ein bisschen freiräumen. Bei dem anderen war natürlich die Abspannpunkte besser. Da hatte ich hier den Ausblick. Und zwar auch direkt am Weg, also so richtig direkt am Weg, ne? Aber es sieht auch nicht so aus, als wenn ich irgendwie großartig Fahrzeuge langfahren. Das heißt, ich vermute fast, dass ich hier auch meine Ruhe hätte. Ja, so zwei Bäume mittendrin wären toll. Weil da hinten wird es jetzt noch dichter. Ja, schwierig. Nehme ich das hier direkt an dem Weg einfach so. Ja, maximal ein Jäger kann ich hier vorbeikommen und nölen. Wobei ich denke, dass ich hier auch von ausgehen, dass hier Betrieb sein wird. Ja, das ist es. Hier bleibe ich. So, jetzt muss ich gucken, dass ich mein Zeug hier, ja, mein Zeug hier aufgebaut kriege. Vor Einbruch der Nacht. Bisschen unten Freiraum, ihr kennt das. Mal gucken. Ich switche gleich vielleicht auf GoPro mit Headstrap. Ich baue gerade noch das Stativ auf, sieht mir nach, wenn es jetzt etwas ruckelt. Ja, 5% Selbstentladung beim Akku, das ist auch toll. Wie gesagt, Flucht in die Heide. Wir sind mittendrin statt nur dabei. Halligalli. Was die Leute angeht, ich zeige euch das mal kurz. Ich muss mich leider nur etwas beeilen, weil, wie ihr seht, die Sonne ist schon weg. So. Ja. Hier ist mal mein Setup, beziehungsweise meine Vorbereitung. Rucksack auf dem Groundsheet. Dann noch ein paar Sachen daneben geschmissen. Ja, super Negativbeispiel, ganz klare Sache. Weil, was auf dem Boden liegt, gerade wenn man so schöne Camo-Sachen hat, die sind dann getarnt und wenn es ein bisschen dunkler wird, weg. So, jedes Mal erschrecke ich mich, wenn das Display von der GoPro ausgeht. Aber sie nimmt ja weiter auf. So. Sehr unprofessionell, es tut mir leid. Ich hoffe, ihr hört mich noch halbwegs. Weil, wie gesagt, ich muss mich jetzt super beeilen. Die Sonne ist ja jetzt gerade am Untergehen. Ich habe hier alles irgendwie hingeschmissen. Möchte natürlich Ordnung im Camp haben. Deswegen, beziehungsweise das Hauptproblem, wie gesagt, ist, dass die Helligkeit gleich weg ist. Ich bin gerade ein bisschen überfordert, wie ich gepackt habe. Mein neuer Rucksack. Ja, etliche Sachen zu viel eingepackt, weil wir laufen ja nur ganz kurz. So, das Wichtigste. Hängematte, Aufhängung, Schlafsack und voilà, die Hängematte ist hier nicht mit dabei. Das andere war mein ja, Gear Hammock, den ich nochmal austesten will, ob das Sinn für mich macht. Gerade wenn ich sage, kurzer Anmarsch und viel, ja, viel Overnight. Scheiße, sorry. So. Dann gucken wir mal. Wechselklamotten. Ja, Hygienekit. Wenn ich hier ein Vest habe. Erste-Hilfe-Kit. Ja, zwei Stühle. Einen für Odin, einen für mich. Geplant war, dass ich ein bisschen eher mein Lager aufschlage. Ein bisschen Toilette. Ich habe hier mit meiner Begierde. So, die erste Überlegung oder auch noch mittlerweile Überlegung ist, die Hängematte hier zwischen dem und dem da hinten aufzuspannen. Die sehen soweit gut aus. Hier haben wir zwar einen Toten,
Weiß nicht, sieht man das? Ich glaube ja, so dazwischen. Dann habe ich halt hier den Ausblick. Ja, ach, da dachte ich gerade, ich habe eine Mücke am Arm. Ich versuche das mal. Ja, das ist jetzt mein erster richtiger GoPro- und Stativversuch. Das Ganze mal etwas auszurichten. Der Ton wird nach wie vor blöd sein. Ich weiß nicht, ob die GoPro da besser ist als das Handy, weil ich natürlich noch kein Ansteckmikrofon etc. habe. Dementsprechend geht es jetzt einfach los. Der Baum hier ist jetzt auch relativ dünn. Ich mache es halt ganz gern, dass ich erst die Baumgurte bzw. die Hängemattenaufhängung an beide Bäume gebe. So. Ich glaube, das war so rum. Ja, es wird schön ruhig, aber leider auch schon schön dunkel. So, das sollte reichen. Das heißt, meine andere Aufhängung, oder meine Erweiterungsaufhängung, nenne ich es jetzt mal, und wieder auf den großen Haufen. Das wird nachher noch interessant. Ja, ich denke immer, es kribbelt überall. Ich habe mich natürlich nicht eingesprüht. Das habe ich feierlich vergessen. Auch beim Aufbau nichts auf den Boden legen. Ich werde jetzt wahrscheinlich so die ersten, keine Ahnung wie viele Videos, immer noch mal alles erwähnen, was man machen soll und was nicht. Oder was ich denke, was man machen sollte. Und was halt nicht. Darunter ist zum Beispiel, wie ich es vorhin gemacht habe, Sachen auf den Boden schmeißen, ist halt eine blöde Idee. Gerade Tarnsachen. Oder auch hier beim Aufbau irgendwas auf den Boden schmeißen. Ich meine, klar, meinen Rucksack, den übersehe ich nicht. Aber wenn es dann irgendwie eine kleine Zubehörtasche ist, die ist dann weg. Gerade jetzt so in der Dämmerung. Und die findet man dann auch wohl nicht wieder. Was ärgerlich ist, wenn da halt was drin ist, wie in diesem Fall die. Oh, die sind zu dicht. Die Abspannen. Also die Spannstäbe fürs Moskitonetz. So. Ja. Das ist jetzt interessant. Wieso dicht wollte ich die Bäume eigentlich gar nicht haben? Beziehungsweise ich bevorzuge es halt, wenn wir weiter auseinander stehen. Weil das jetzt doch sehr. Die Winkel hier irgendwie optisch nicht schön ist. Da gerade gucken wir, soll irgendwie so diese Pseudo 30 Grad entwickeln. Das wäre jetzt noch zu locker. Ich wollte erst zu lasch sagen. Das Moskitonetz. Ordentlich zusammengelegt, man sieht es. So, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Das habe ich gerade gefühlt. Nein, es waren wahrscheinlich auch 10 Minuten, den Knoten aus der Ridgeline von dem Moskitonetz rausgepult. Jetzt befreie ich hier meinen Schlafsack. Wie gesagt, das ist nicht der Defense 4, nur die Hülle von dem. Das ist ja, ein einfacher Schlafsack. Es war auch recht warm. Aber wie ich, wo ich den Rucksack gepackt habe, da war es halt auch noch wesentlich wärmer als jetzt. Würde ich für heute, also Stand heute packen, dann hätte ich einen dickeren mitgenommen. So setze ich jetzt alles ins Underkilt. Und in die Hoffnung, dass meine Idee funktioniert, die Faltisomatte mit in die Hängematte bzw. in das Einzelfach zu geben. Vermutlich werde ich dann den Schlafsack nicht mal rauspulen müssen. Aber das sehen wir dann. Erstmal, solange es noch halbwegs hell ist, alles vorbereiten. So, den Schlafsack. Hat auch
auch gar nicht, auf welcher Seite der den Reißverschluss hat. So, dann kann der schon mal bauschen. Zumachen. Sieht soweit gut aus. Jetzt kommt die Falt-ISO. Ja. So, das ist das gute Stück. Das muss jetzt hier rein. Schauen wir mal, wie weit ich hier eine Chance habe, das zu realisieren. Wahrscheinlich wäre es geschickt, die zusammengefaltete reinzutun und dann auszufalten. Wie gesagt, das ist nur ein Versuch, der sehr praktisch wäre, wenn ich dann immer ein zusätzliches Plus an Isolierung hätte. Aber wie schon befürchtet, stört jetzt der Schlafsack. Nur das ist spannend. Schade, weil ich ja so schon viel Zeit verloren habe vor ein paar Minuten. Ich hoffe mir natürlich davon, dass ich mehr Isolation habe und halt den Multi-Use der Falt-ISO habe, falls ich dann doch mal ein Ground-Setup brauche, weil sie natürlich etliches robuster ist als eine aufblasbare Isomatte. Oh, den gleich. Den kennt das natürlich, dass er in die Hängematte darf. Oder mit reinkommt. Wir werden sehen, ob das bequem ist. Ja, Odin gleich. Ich auf jeden Fall gemerkt habe, mehr Spannung brauche. So, jetzt werde ich noch ein bisschen Kleinkram ausräumen und hole ich dann gleich wieder mit dazu. So. Das wird heute auch der, zweite Versuch, erster Versuch mit einem aufblasbaren Kopfkissen. Jetzt habe ich noch eine kleine Camplampe, die hier mit hinkommt. Schauen wir mal. Eigentlich sollte die Luft da jetzt drin bleiben. Aber so ein bisschen was im Nacken. So, weiter
geht's. Ja, so das erste panische Suchen war gerade schon. Mein Gear Hammock. Einfache Hängematte, die ich nicht runterspannen werde. Es soll nicht regnen und dementsprechend hänge ich die daneben. Wo ich gerade feststelle, dass ich hier keinerlei Aufhängung mehr mit bei habe. Ich denke, ich werde sie, weil da liegt jetzt noch mal ein ganzes Zeug, das will ich schnellstens vom Boden wegkriegen. Hier habe ich mir noch Karabiner an Baum gebunden, wo ich, sag ich mal, Sachen mit schnellem Zugriff aufhängen werde. So, und jetzt will ich gucken, dass ich von dem Baum vielleicht hierher oder einfach zwischen den hier vorne, muss ich mal gucken, mein Gehhammock zwischensetze. Es ist soweit nicht wirklich spektakulär. Mir da gerade noch eine andere Idee kommt, dass ich da mal einen Aufhänger für die Sachen für nehme. Ich muss mal gucken. So, ja. Sowas geht natürlich nur, wenn man sich sicher ist, dass es nicht regnen wird. Ich werde halt trotzdem auch viele Sachen wieder in den Rucksack verstauen. Zumal ich den Rucksack letztendlich ja auch ja über Nacht mal reinlegen möchte. Habe ich jetzt noch das Tarp, wo ich nicht weiß, ob ich das noch aufspanne oder nicht. Dann kann ich mir das hier erstmal einen Karabiner mit dran. Ja, chaotisches Setup, chaotischer Aufbau. Da sieht man wieder, wie wichtig es ist, ja, bewusst zu packen und nicht zu spät los, beziehungsweise nicht zu spät, ja, das Lager zu errichten. Das sind jetzt noch so alle Faltstühle. Habe ich zwei Stück mit, einem für mich, einen für Odin. Aber ich baue den jetzt auf, dass Odin halt vom Boden wegkommt, weil ihm sonst auch sehr schnell kalt wird. Ja. Ist halt wie es ist. Wichtig ist, dass ich gut schlafe. Beziehungsweise, dass der Himmel wolkenklar ist, nicht sternenklar. Wobei, das war das Gleiche. Tja. Vielleicht werde ich dann nochmal meine Stirnlampe aktivieren. Beziehungsweise gucken, wo ich die... Ich weiß eigentlich, wo ich sie habe, aber die ging vorhin nicht. Sodass ich jetzt erstmal gucken muss, die Batterie tausche. Und auch alles Sachen. Ja, ich bin davon ausgegangen, dass ich noch für 2 Stunden Tageslicht habe, wenn ich am Lager ankomme. Was jetzt definitiv nicht geklappt hat. Wo ich halt aber auch für die Zukunft weiß, dass ich da viel, viel bessere Planung machen muss. Ja. Aber ich bin ja noch nicht so lange dabei. Ist das jetzt richtig rum? Ja. Ich bin nicht so lange dabei und von daher darf ich auch noch üben. So, Odin, komm mich hoch. Geh mal rein. Einmal auf der Verblühung gucken. So, der kleine Ästchen. So. Mal da und bleiben. Das ist bequem. So, wie gesagt. Ich glaube, ihr seht, ich muss mich erst dran gewöhnen, dass die GoPro das Display mal ausmacht. Muss ich es doch noch mal kurz anmachen. Ja. Gut. Da geht's. Das war jetzt auch super intelligent. Geht zu meinem Rucksack, zeige ich euch den Rest, aber ich weiß gar nicht, ob ihr hier noch was sehen könnt. So. Na, das lohnt sich, glaube ich, nicht, oder? Ja, dann packe ich jetzt mein ganzes Zeug in die Hängematte und dann melde ich mich wieder. So, jetzt habe ich soweit alles aufgeräumt. Kleines, ja, durch Zufall entdecktes Super-Gadget. Ich habe ja meine normalen, ja, man sieht gar nichts mehr, meine normalen Hängemattenaufhängung und meine
dünneren Seilaufhängung. Und da ich jetzt nur eine für die Ausrüstungshängematte da hinten, ich hoffe, man kann da noch was erkennen, verdammt, für die Ausrüstungshängematte da hinten verwendet habe, habe ich jetzt eine. Da ist ja auch dieser T-Anker drauf. Oder dran eigentlich für die Hängematte für den Rucksack genommen. So, jetzt muss ich aber endlich die Kopflampe raussuchen, Startlampe machen. Und dann melde ich mich. Jetzt haben wir Licht im Dunkeln, das ist schon mal gut. Also nochmal zur Aufhängung. Das hier ist die Hängemattenaufhängung und das passt ganz gut mit dem Rucksack. Ich hänge die Hängematte, essentiell fehlt jetzt noch der Underkilt. Wobei ich überlege, ob ich den überhaupt runter mache oder nicht. Odin ist da kurz abgeparkt, wie er das kennt und gut findet, soweit ich das beurteilen kann. Hier ist halt meine Hängematte, wo ich alles Mögliche drin habe. Oh. Schmucktüten zu ihrer Rechten. Anerkillt und alles andere. Da hängen noch ein paar Sachen am Baum. So. Hier hatte ich ja soweit alles liegen vorhin. Die Kopflampe habe ich jetzt auch nicht so hell eingestellt. Zum anderen, weil ich natürlich auch nicht so viel Licht brauche, weil ich noch relativ gut sehen kann im Dunkeln. Aber halt für die GoPro ist das nichts. Ja, das ist so mein Lager. Ja, super. Ich bin echt noch darauf angewiesen, das Display zu sehen. Das ist der aktuelle Ausblick. Ja. Ich werde mich jetzt noch ein bisschen zurecht organisieren. Werde jetzt aufgrund der eintretenden Dunkelheit auch gewisse Gegenstände an meinen Körper nehmen, die jetzt noch da hängen. Mückenspray brauche ich jetzt wohl, wo ich mit Licht hantiere. Und dann schauen wir mal. So, weil ich ja gesagt hatte, ich will euch mitnehmen. Mal ein bisschen mehr Beleuchtung für euch einstellen. Ich habe die Gegend hier noch nicht wirklich erkundet. Ich will auch gar nicht weit hier durch den Wald gehen. Aber ich muss das tun, was ich tun muss. Leider austreten. So. Das heißt, ich gucke jetzt hier. Ist nicht weiter. Bis zum einen komme ich jetzt. Wenn ich jetzt die Stiefel dabei habe. Mal auf Stiefel. Ansonsten habe ich auch so eine Spielzeugschaufel. Ich hätte ein kleines Loch machen kann. So. Ja, den Rest wisst ihr. So sieht das Ganze dann aus. Ein bisschen aufgewühlte Erde, mehr nicht. Ja. Ich bin ehrlich, das Papier lasse ich im Erdboden. Hier normales Toilettenpapier, was sich in Kontakt mit Wasser sehr, sehr schnell auflöst. Sonst würde halt unsere Kanalisation noch komplett verstopft sein. Wenn ihr Küchenrolle oder feuchtes Toilettenpapier nehmt, nehmt es mit, weil das vergeht nicht in der Natur. Hier ist es jetzt eingegraben und ich könnte wetten, nächstes Frühjahr ist davon nichts mehr im Boden vorhanden. So. Jetzt kommen wir mal etwas zur Ruhe. Ich werde jetzt noch ein bisschen was snacken. Noch gucken, ich habe ja relativ viel hier draußen, da hängt mein Rucksack. Ja, vielleicht fühle ich jetzt noch mit dem Tarp rum. Ich habe keine Idee, wann hier morgen früh irgendwelche Leute auftauchen. Das Resultat werde ich euch vermutlich dann morgen zeigen und mich jetzt nur noch melden, wenn es irgendwas Spannendes gibt. Trotz, dass es ja jetzt die letzten Tage nicht so ultra heiß war, ist es hier noch sehr, sehr trocken. Ich meine, Heide, Sandboden, ja, logisch. Ich werde jetzt hier definitiv davon absehen, mir Wasser zu erhitzen und irgendwas zu kochen. Ich werde gucken, dass ich morgen früh wieder zu dem Wanderparkplatz gehe, dort, wo
mein Auto halt auch steht, wo Sitzbänke, alles Mögliche sind. Und werde mir da halt was machen über dem Esbit-Kocher, einfach nur Wasser erhitzen, weil ich so einen Fertig-Porridge mit habe, den ich einfach austesten will. Aber für mich ist wichtig zu wissen, was funktioniert an Nahrung und was funktioniert nicht. Ja. Oder ich mache es auf einer Bank, aber jetzt hier nicht einfach so. Ihr seht das. Hier ist halt Heide, hier ist Waldboden, alles futztrocken. Da muss man das nicht machen. Ja, der Himmel wolkenfrei, herrlich. Das Ganze eine Stunde eher hier aufgebaut und es wäre top gewesen. Aber gut, ich denke, ich habe mich da auch recht huschig machen lassen oder ich bin recht huschig, was angeht draußen übernachten, gesehen werden beim draußen übernachten, soll ich besser sagen, weil hier direkt an so einem Parkplatz, wo halt wirklich eine Touristenattraktion ist mit der Heide, ist das normal. Die kamen vorhin zwei etwas ältere Wanderer, ein Pärchen vorbei. Die haben halt auch erzählt, oder ich hatte geflucht, ich hatte ja dann ausgemacht, wo sich die eine Leine verknotet hat. Ich habe dann so ein bisschen vor mich hingeflucht, weil es mich halt aufgeregt hat und mich halt Tageslicht kostet. Und die fragten halt, ob sie mir irgendwo bei helfen können. Und ich so, naja, ich habe hier einen Knoten fabriziert, das muss ich schon selbst irgendwie hinkriegen. Sie waren da am Lachen, haben wir kurz geschnackt. Da sagten ja auch, ja, die sind ja auch auf dem gleichen Parkplatz wie ich und schlafen hier halt auch irgendwo mit der Hängematte. Also, ja. Haben mich noch zu meinem Spot beglückwünscht. Ich habe denen dann viel Erfolg bei deren Spotsuche gewünscht. Und ja, die Leute sehen das hier halt entspannt. Klar, wenn man jetzt direkt unterm Hochsitz irgendwo in einem tiefen bewirtschafteten Wald schläft und der Jäger kommt, dass das vielleicht mehr Missmut hervorruft, kann ich schon verstehen. Na gut, ich will jetzt die letzten Sonnenstrahlen, das letzte Licht dafür nutzen, jetzt doch noch das Tarp aufzubauen, nur um zu gucken. Ich werde es dann wahrscheinlich zur anderen Seite wegklappen, nach hinten. Aber dann habe ich das schon mal fertig für heute. Den Underkilt, weiß ich nicht. Habe ich ja bereit. Wenn es gar nicht geht, muss ich den heute Nacht noch aufbauen. Dann ist das so. Ja, Intelligenztester, Licht, nein, wartet. Übung macht den Meister. Ich fall eher vom Himmel, als dass ich Meister werde. So. Geht das so? 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 Warte, ich krieg's gleich hin. Nein, doch, vielleicht. Oh, wenn ich nicht so lichtempfindlich wäre. Naja. So. So. Das? Nee, zu hell. Ich chill hier gerade noch ein bisschen, habe jetzt gerade noch was gegessen. Werd jetzt in wenigen Minuten mein Underkilt unterbauen, weil es doch ganz schön kalt ist. Atem kondensiert teilweise schon, wenn man haucht und da denke ich, man macht das schon Sinn, trotz der Faltiso und Underkill drum zu machen. Ich habe nur ein ganz leichtes, das von Amazonas. Ja, dann werde ich mich auch in Schlafsack hauen, weil es jetzt tatsächlich trotz langer Hose und Feldbluse ziemlich kühl wird und ich halt verhindern möchte, dass ich auskühle. Das heißt, ich rolle jetzt den Underkill drunter, mache dann alles soweit nachtfertig, werde mal viel zu großes Tarp. Nein, also für Schlechtwetter ist es sicherlich gut. Nochmal ein bisschen weiter befestigen. Ich werde es aufgeklappt lassen, aber halt griffbereit haben. Nur ja, gegen Flattern sehe ich ja momentan, es ist absolut windstill, aber ich kenne mein Talent. Um 2 Uhr morgens kommt ein leises Lüftchen und mir flattert alles um die Ohren. Das ist so mein Special Talent. Von daher werde ich jetzt so ein bisschen im Dusteren rödeln und mich dann endgültig abmelden. Aber aus der Hängematte melde ich mich sicherlich noch mal kurz. Ja, moin, noch mal eine letzte Meldung von mir. Ja, man sieht mich kaum. Odin liegt hier bei mir, wir sind jetzt in der Hängematte. Ja, temperaturtechnisch ist es noch gut gefallen. Also, ja, 10 Grad waren angesagt. Ich weiß nicht, was wir haben. Da mein tolles Outdoor-Bluetooth-Thermometer nach 2-mal gebrauchen, den Geist aufgegeben hat, einfach keine Verbindung mehr herzustellen war. Ja, Montagsprodukt würde ich sagen. Dementsprechend kann ich das jetzt so nicht sagen. Ich weiß nur, dass mir vorhin halt recht kühl war. Ich gucke gerade irritiert, was da leuchtet. Dass mir recht kühl war, bevor ich in die Hängematte rein bin. Ich habe für einen Versuch meine Hose ausgezogen. Sprich, ich habe jetzt noch die Radlerhose an. Und ein T-Shirt ganz normal angelassen.
Hier fällt bloß aber auch ausgezogen. Ja, ich vermute zwar, dass die morgen nass oder feucht sein werden. Da habe ich auch gar nicht weiter drüber nachgedacht. Ich bin auch super spät hier erst hergekommen. Ihr habt es ja mitgekriegt. Und da leidet dann die Organisation doch. Wir haben es jetzt 22 Uhr durch. Ja, der Sternenhimmel ist sehr schön. Also so hell habe ich die Milchstraße noch nicht gesehen. Wobei ich mir jetzt heute Abend leider auch nicht mehr wirklich Zeit nehmen konnte. Oder genommen habe. Meine Augen an die Dunkelheit zu gewöhnen, das geht bei mir zwar recht schnell, aber ich hätte halt dann doch noch hier was gegessen, Taschenlampen an und so weiter und so fort. Bin kurz mit dem Hund 5 Meter gegangen, weil ich das Lager natürlich auch nicht unbeaufsichtigt lassen will. Ja, und dementsprechend hatte ich halt keine volle Nachtsicht, was die Augen angeht, aber es ist doch ein sehr schöner Standort hier. Und hier werde ich also nächstes Jahr für die Perseiden herkommen, weil es halt unkomplizierter ist, hierher zu fahren, als in Harz hochzufahren. Um die Hälfte der Kilometer nur, von daher. Ja, und es halt auch sehr dunkel ist. Also da, ja, wie gesagt, die Perseiden werde ich auf jeden Fall hier gucken. Und gucken, ich denke mal, ich werde ja auch öfter herkommen. Ja, und dann schauen wir mal weiter. Jetzt läute ich erstmal die Nachtruhe ein. Gucken, was die Temperaturen sagen. Und dann werde ich mich... So nichts Außergewöhnliches, Interessantes passiert. Morgen früh wieder. Gute Nacht. Es ist kalt. Liegt natürlich daran, dass ich den falschen Schlafsack erwischt habe oder mit hatte oder wie auch immer. Und ich natürlich Odin mit in der Hängematte habe, den man jetzt, na, so ein bisschen da sieht, seine Haare. Ich ziehe den Schlafsack dadurch natürlich auf, habe, dass er halt meine Körperwärme abkriegt und Isolierung von der vom Schlafsack halt auch hat. Und dadurch habe ich natürlich am Oberkörper ziemlich viel Lufteintrag. Das letzte Mal, wo ich so geschlafen habe mit diesem Schlafsack, hatte ich noch einen Poncho-Liner mit, den ich in der Hängematte hatte, der natürlich sehr groß ist, gute Wärmeleistung hat, den ich quasi zugeknotet hatte mit diesen Wenzeln und der quasi dann nochmal als, ja, noch mehr Decke, Isolierung, wie auch immer, gewirkt hat. Das habe ich jetzt nicht und dadurch, dass ich das Tab auch offen habe, sprich, ich habe es hier auf der einen Seite, ach, man sieht wieder gar nichts, okay. Auf der einen Seite habe ich es halt umgeschlagen, dass ich von da Schutz habe und von der anderen Seite halt offen, dass ich den Sternenhimmel sehen kann und wenn es morgen früh Nebel ist, die Heidefläche etc. pp. Auf jeden Fall zieht es hier halt immer schön kühl durch. Das heißt, ich habe mir jetzt, wie gesagt, die Feldbluse mit hier reingeholt. Das ist immer ein bisschen besser. Ja. Da werde ich mich jetzt auch drin einmummeln, dass ich so ein bisschen mehr Schutz habe. Ja, weil irgendeine wärmende Schicht, eine Jacke oder ein Vlies habe ich dummerweise auch nicht eingepackt. Also das ist hier echt fail alles. Naja, alles nicht, aber na, ich hätte besser packen können und den Wetterbericht ernster nehmen können. Weil das Problem an der Sache ist tatsächlich, dass es halt zwar 20 Grad waren, kurzfristig, aber die... sich halt nichts mehr so aufwärmt als im Sommer, wenn es da durchgängig warm ist, dann ist es nachts halt auch wärmer. Und man hat dann halt die Absenkung in den frühen Morgenstunden, was jetzt halt jetzt schon ordentlich kalt ist. Naja, mal sehen, vielleicht wird das jetzt was. Ansonsten muss ich mir noch einen Plan C ausdenken, weil für Odin habe ich auch keine Jacke und nichts mit, sodass ich sage, dass er aus dem Schlafsack rausgeht komplett. Ja. Nicht optimal alles.